Hip-Hop hat es also geschafft, diese Boxen im Markt so festzusetzen, dass inzwischen jeder Rapper, wenn er ein Album-Release hat, diese Boxen macht. Wie wichtig sind diese Boxen und wer hatte eigentlich, wer hat es erfunden? Wer ist da der Anfänger im deutschen Hip-Hop? Weiß es jemand? Wart ihr das, als du noch bei Groove Attack warst? Nee, man muss ehrlich sagen, dass Selfmade Records wirklich diejenigen waren, die zwar wenig erfolgreich und auch nicht chartrelevant die erste Box gemacht haben mit Jung, Brutal, Gut aussehend 1. Ich glaube, das war 2009, sowas um den Dreh. Ne? Ja, lange her. Man muss auch noch sagen, natürlich gab es immer schon Konfigurationen, irgendwie gerade auch im Bereich Katalogvermarktung und so weiter, auch im Bereich Vinyl natürlich. Ne? Aber wir haben also das damals bei Groove Attack dann quasi aufgenommen und professionalisiert. Wir haben damals angefangen mit einfachen 7-Inch-Kartons als Verpackung. Da wurde dann das Album reingelegt und noch ein T-Shirt und ein Sticker, ne? Und dann zum Kauf angeboten. Die Boxen, also im Prinzip ist ja nichts anderes als ein Bundling, wenn man so will. Die gab es eigentlich ja schon immer. Das ist keine Erfindung. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt wurde es halt relevant, weil natürlich dann der Umsatz, der hängt ja mit den Charts auch zusammen, anders aufgestellt worden ist, und in dem Moment hat man natürlich gesagt, okay, jetzt sind die Boxen halt wirklich extrem wichtig, dass es auch eine Box ist, dass es ein Produkt ist und nicht einfach nur drei Artikel, die man halt für einen Gesamtpreis zusammenverkauft. Ja, aber das ist mir zu marketingmäßig erklärt. Also ich meine, klar, es geht in Deutschland nicht um verkaufte Einheiten, sondern es geht um kumulierten Umsatz, und wenn du eine Box hast, irgendwie, die im Laden steht oder bei Amazon zu kaufen ist für 39,99 und du davon 5000 Stück verkaufst, dann kannst du, sagen wir mal, müssen andere, sagen wir mal, 3.000, 4.000 CDs verkaufen, wenn du davon 1.000 verkaufst. Ja? Das ist natürlich ein Vorteil, aber das ist nicht alles. Ja? Also so eine Box, gerade auch jetzt aktuell, also eine Box ist wirklich was Hochwertiges geworden. Dieser Skinny von rap.de hat kürzlich darüber auch, glaube ich, ein bisschen was geschrieben, das sehr negativ dargestellt. So eine Box bietet dem Fan was, ne? So eine Box ist Ausdruck seines Supports. So eine Box ist ein Zeichen des Künstlers, das er fortträgt. Da spielen Identifikation und Repräsentation eine Rolle. Also insofern sind also wir gehalten, auch das Qualitätslevel so hoch wie möglich zu halten und dem Fan wirklich das, was möglich ist, auch als Beigabe, sage ich jetzt mal, im Rahmen dieser Box zu vermitteln. Ne?